Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freunde, verehrte Gäste, zurzeit häufen sich ja die Wahlsendungen und Talkshows und nicht jeder Schlagabtausch bleibt nachdrücklich in Erinnerung. Aber ein Erlebnis ist mir doch nachdrücklich in Erinnerung geblieben. In einer dieser Wahlshows berichtete ein Energieberater aus Frankfurt, wie sich eine alleinerziehende Mutter an ihm gewandt hat. Und nach dem Schock, den die letzte Stromrechnung bei ihr ausgelöst hat, verzichtet sie nun gänzlich darauf, die große Lampe im Wohnzimmer anzumachen. Nicht nur für diese Frau, sondern für viele Erwerbslose, Geringverdienende, kleine Unternehmen, Rentnerinnen und Rentner wird die Stromrechnung inzwischen zur Schuldenfalle. Und darunter sind auch Rentnerinnen, die in ihrem Leben noch nicht einen Euro Schulden gemacht haben und nun mit der Stromrechnung zur Schuldenberatung gehen müssen. Ich finde, es ist beschämend, dass wir in einem so reichen Land die notwendige Energiewende so organisieren, dass sie für Ärmere bedeutet, dass sie im Dunkeln sitzen oder frieren müssen. Wir als Linke haben deswegen Vorschläge für eine Energiewende mit Sozialsiegel gemacht. Denn wir meinen, gerade wenn man die Energiewende nachhaltig verankern möchte, darf sie nicht zum kollektiven Frieren für die Ärmsten werden. Schwarz-Gelb behauptet ja, es wären die erneuerbaren Energien daran schuld, an den steigenden Strompreisen. Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft haut in dieselbe Kerbe und plakatiert EEG abschaffen. Wir wissen, diese Initiative wird von der Wirtschaft finanziert und hat die Aufgabe, vor allen Dingen die gesellschaftliche Stimmung im Interesse der großen Konzerne zu beeinflussen. Das ist ja ein interessantes Schauspiel, was uns hier geboten wird. Wirtschaftslobbyisten und Schwarz-Gelb entdecken angeblich ihre soziale Ader und ziehen nun in großer Sorge um die Armen gegen erneuerbare Energien zu Felde. Doch sind wirklich die erneuerbaren Energien alleine schuld an den explodierenden Strompreisen? Es ist doch auffällig. An der Strombörse sind die Einkaufspreise niedriger denn je und die Verkaufspreise sind höher denn je. Das heißt, die Stromkonzerne weigern sich einfach, die Einsparung weiterzugeben. Die sogenannte Liberalisierung hat eben nicht zu mehr Freiheit für Verbraucherinnen und Verbraucher geführt, sondern die hat dazu geführt, dass 4 Stromkonzerne den Markt beherrschen und am Ende noch die Preise bestimmen. Dem wollen wir etwas entgegensetzen als Linke und deswegen sagen wir, es braucht wieder eine staatliche Strompreisaufsicht und es braucht eine dezentrale Energieproduktion. Ja? Ja, die Energiepolitik in diesem Land wird im Interesse der großen Konzerne gemacht. Davon zeugen auch die großzügigen Ausnahmen. Wir alle kennen die Zahlen. 700 Unternehmen verbrauchen 18% des Stromes und sie zahlen nur 0,3% der EEG-Umlage. Die Rechnung bezahlen am Ende die Privathaushalte. Strom und Wärme gehören jedoch zu den elementaren Gütern und deswegen brauchen wir eine andere Logik bei der Preisbildung. Zu unseren Vorstellungen für einen sozial-ökologischen Umbau, zu unserem Plan B, gehört eben auch ein alternatives Strompreismodell. Und dieses Modell bringt ökologische wie soziale Ansprüche zusammen und das macht es so intelligent. Rufen wir es uns nochmal in Erinnerung, weil in Talkshows, wo du ständig unterbrochen wirst, können wir ja das gar nie in Ruhe richtig ausführen. Aber wir müssen dafür werben. Dieses Modell besteht aus 2 Komponenten. Erstens ein Gratissockel für jeden Haushalt. Für eine 4-köpfige Familie wären das 1.100 Kilowattstunden im Jahr. Und um diesen Sockel zu finanzieren, steigt der Preis für jede Kilowattstunde darauf besonders. Im Ergebnis muss man sagen, dass jemand, dessen Verbrauch durchschnittlich ist, weniger bezahlt als heute. Wer aber deutlich über Durchschnitt verbraucht, der zahlt auch deutlich mehr. Es gibt also weiterhin einen Anreiz zum Stromsparen. Und als ich nun das Modell neulich einem Freund erzählte, da hatte er einen Einwand oder eine Sorge und sagte, ja, haben denn nicht gerade die Ärmeren den höheren Stromverbrauch, weil sie ja die alten Geräte haben, die mehr Strom fressen? In der Tat, gegen diese stromfressenden Haushaltsgeräte muss man das machen, zum Beispiel mit einer Abwrackprämie. Aber wir können diesen Einwand auch schon heute ausräumen. Denn trotz der stromfressenden Haushaltsgeräte haben ärmere Haushalte, Haushalte mit mittleren Einkommen, einen geringeren Stromverbrauch als die reicheren Haushalte. Und das ist keine Behauptung, das ist durch die Verbrauchsstatistik bewiesen. Warum? Wie kommt das? Es ist eigentlich ziemlich einfach. Reichere haben größere Wohnflächen, haben mehr Geräte, Swimmingpools wollen beheizt werden und so weiter und so fort. Unser Strompreismodell verbindet also Soziales und Ökologisches miteinander und das zeichnet uns aus. Und ich finde, darin unterscheiden wir uns auch von den Grünen. Denn die blenden doch die sozialen Folgen
der notwendigen ökologischen Wende definitiv aus. Wir aber sagen, die Nutzung von Strom ist ein Grundrecht und darf nicht am Portemonnaie scheitern. Und auch das betonen nur wir. Demokratische und soziale Rechte gehören für uns untrennbar zusammen. Wenn wir also in Zukunft dafür streiten, dass niemand unter 1050 Euro im Monat fällt, so tun wir das eben auch im Sinne der Demokratie. Denn gesellschaftliches Engagement kostet immer Geld. Das hier die Fahrt mit dem Bus, dort ein Getränk in einem Lokal, wo sich eine Initiative noch trifft. Und wer kein Geld hat, wenn sich eine Partei oder eine Initiative in einem Lokal trifft, der geht dann dort auch nicht hin. Deshalb ist das Konzept der sanktionsfreien Mindestsicherung, das wir im Laufe der nächsten Wahlperiode einbringen werden, eben auch eine Demokratiepauschale. Bernd und ich, wir haben ja vor kurzem eine Bilanz von 8 Jahren Angela Merkel vorgestellt, aus Sicht der Betroffenen, und insofern ist es eine echte Schadensbilanz geworden. Und zu dieser Bilanz gehört auch, dass Schwarz-Gelb den Hartz-IV-Regelsatz gezielt kleingerechnet hat und dabei tief in die Trickkiste gegriffen hat. Jetzt ist hier gar nicht die Zeit, um auf alle Tricks einzugehen, aber einen will ich wenigstens mal beispielhaft benennen. Die Höhe des Regelsatzes leitet sich vor allen Dingen aus den Ausgaben der ärmeren Haushalte ab. Dazu müssen mehrere Haushalte über 3 Monate hinweg fein säuberlich ein Haushaltsbuch führen. Und in die Berechnung sind nun Angaben eingeflossen von 4 Haushalten, die für Essen und Trinken 0 Cent ausgegeben haben, und das über 3 Monate. Ich habe auch schon gefastet, ich gebe zu, ich habe es nie länger als 1 Woche ausgehalten. Ja. Und dann habe ich die Regierung gefragt, wie kann denn das zustande kommen? Glauben Sie denn ernsthaft, dass es Haushalte gibt, die 3 Monate nur von Luft und Liebe leben können? Und die Antworten der Bundesregierung waren kabarettreif. Da hieß es, ja, womöglich hätten sich die bewussten Haushalte vor den 3 Monaten in einem großen Keller mit Unmengen von Konserven eingedeckt und würden diese nun erstmal aufessen. Schon klar, 3 Monate lang. Kurzum, Schwarz-Gelb hat mächtig getrickst, und nur um die schlimmsten Tricks wegzumachen, werden wir im nächsten Bundesantrag zeitnah beantragen, den Regelsatz sofort auf 500 Euro anzuheben. Das ist nur ein erster Schritt zu einer Mindestsicherung. Zudem werden wir umgehend beantragen, die Sanktionen abzuschaffen. Sanktionen bedeuten, dass das ohnehin niedrige Arbeitslosengeld II erst um 30, dann um 60% gekürzt wird und am Ende ganz gestrichen wird. Und diese Sanktionen führen zu Existenzangst, ja zu wirklicher Existenznot für die Betroffenen. Und inzwischen ist eben auch belegt, dass sie negativ auf dem Arbeitsmarkt wirken. Wir wissen, im Zuge von Hartz IV hat die Bereitschaft zugenommen, Überstunden zu akzeptieren und Dumpinglöhne zu akzeptieren. Kein Wunder, wer sich gegen Überstunden wehrt, bekommt nicht selten gesagt, ist doch allemal besser als Hartz IV. Je schikanöser Hartz IV, desto größer die Angst darin abzurutschen und desto größer die Bereitschaft, Zumutungen in Kauf zu nehmen. Und deswegen sagen wir, weg mit den Hartz IV-Sanktionen, und wir sagen das im Interesse von Erwerbslosen, die Beschäftigten gleichermaßen. Was mich persönlich übrigens besonders wunderte, ist immer, dass die Grünen im Zuge der Agenda 2010 der SPD die Sanktionen haben durchgehen lassen. Also gerade die Grünen, die sich doch selber gern als Bürgerrechtspartei verstehen, die können doch nicht zustimmen, dass das zum Leben Notwendige noch gekürzt wird. Ein Grundrecht kürzt man nicht, und wer das vergisst, ist keine Bürgerrechtspartei. Wenn wir über die Abschaffung der Hartz-IV-Sanktionen reden, so möchte ich heute auch über eine mutige Frau reden, Inge Hannemann. Inge Hannemann war Mitarbeiterin im Jobcenter, sie hat diese Arbeit sehr gern gemacht. Ihre Kunden waren sehr zufrieden mit ihr. Nur von ihrem Vorgesetzten bekam sie regelmäßig zu hören, Frau Hannemann, Sie stehen schon wieder ganz hinten. In den Jobcentern gibt es einen Wettbewerb, wer am meisten Geld spart. Und klar ist, wer die meisten Sanktionen verhängt, spart auch besonders. Inge Hannemann stand immer ganz hinten, weil sie eben nicht auf Sanktionen gesetzt hat, weil sie anders helfen wollte.
Und statt sich dem Druck zu beugen, hat sie angefangen zu blocken, hat ihre Situation und die Situation auf den Jobcentern öffentlich gemacht. Und dafür wird sie nun vom Jobcenter kaltgestellt. Ihr droht die Kündigung. Ich finde, dieser mutigen Frau und ihrem Kampf gegen die Hartz-IV-Sanktionen, der gehört unsere Solidarität, und Hartz IV gehört abgeschafft. Die sozialen Grundlagen der Demokratie werden auch durch Privatisierung öffentlichen Eigentums untergraben. Und deswegen wollen wir Privatisierung stoppen. Bremen hat es vorgemacht und eine Privatisierungsbremse eingeführt. Diese besagt, alle Privatisierungsvorhaben, zum Beispiel von Wasser- oder Stromnetzen, stehen künftig unter Vorbehalt der Zustimmung der Bevölkerung. Und zwar in Form einer Volksabstimmung. Das heißt also, wer öffentliches Eigentum verhökern möchte, wie es die anderen Parteien seit den 90er Jahren immer wieder gemacht haben, der muss vorher die Zustimmung des Eigentümers abholen. Und das heißt, die Zustimmung der Bevölkerung muss er einholen. Und ich glaube, so einfach wird das nicht möglich sein. Denn in Dresden stimmten beispielsweise 80% gegen die drohende Privatisierung der Krankenhäuser. In Ost wie West, in Nord wie Süd, mit Hilfe der Linken gelang es, so manche bereits geplante Privatisierung zu verhindern. Und zum Beispiel dank der Linken in Hessen konnte die drohende Privatisierung des landeseigenen Wohnungsunternehmens verhindert werden. Wir als Linke können zu Recht sagen, links wirkt in der Kommune und im Bund und auch ganz konkret in Hessen. Und auch deswegen ist es so wichtig, dass wir in Hessen mit einer starken Landtagsfraktion wieder einziehen. Ihr habt ja Uli Wilken schon gehört, ich war letzte Woche in Hessen unterwegs. Und wisst ihr, unsere Partei ist ja überall toll, aber dort sind sie so umtriebig und so aktiv. Sei es bei der Unterstützung von Bürgerinitiativen gegen Fluglärm, sei es bei der Unterstützung von Betriebsräten, die gerade bei Burger King weggemobbt werden, sei es bei der Unterstützung von Erwerbsloseninitiativen oder beim Kampf gegen Privatisierung oder bei Blockupy. Die waren überall dabei und haben unterstützt. Und deswegen kann ich nur sagen, eine starke Linke im Landtag, das ist etwas, was dem Land Hessen wirklich gut zu Gesicht steht. Öffentliche Wohnungsunternehmen zu erhalten, was die Linke in Hessen unterstützte, das ist ein Mittel gegen explodierende Mieten. Und ja, immer mehr Menschen in diesem Land können ihre Miete nicht mehr bezahlen, werden verdrängt aus Stadtvierteln, aus Kiezen, in denen sie jahrzehntelang schon leben. Inzwischen gehen Risse durch die Städte. Es entstehen soziale Einheitswohnlagen, da die Townhäuser und Villenviertel und hier die Viertel für die Ärmeren. Aber Demokratie funktioniert nur, wenn Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen, unterschiedlichen Einkommen, Nachbarn sind, miteinander mal ins Gespräch kommen, sonst entsteht eben kein Dialog. Und auch deswegen wollen wir die soziale Entmischung der Wohnviertel stoppen. Und dafür werden wir einen Antrag in den Bundestag einbringen, der Mieterhöhung allein wegen Neuvermietung ausschließt. Es ist doch auch nicht zu erklären. Es ist doch auch nicht wirklich zu verteidigen, dass nur weil ein Mieter auszieht und der Vermietende einfach den Wohnungsschlüssel weiterreicht an die neue Mieterin, gleich die Netto-Kaltmiete um mehrere Prozent, manchmal im zweistelligen Bereich, im nach oben schnellt. Unsere Mietbremse schließt so etwas aus, denn Wohnen ist ein Grundrecht und muss deswegen bezahlbar bleiben für alle. Die Explosion der Mieten und Hartz IV gehen zusammen übrigens eine ganz besonders gefährliche Kombination ein. So mancher wird nicht nur aus seinem Viertel, sondern generell aus der Wohnung vertrieben, Wohnungslosigkeit entsteht. Als ich vorige Woche in Offenbach eine Erwerbsloseninitiative besuchte, erfuhr ich von einer 10-köpfigen Familie, das kleinste Kind noch in Windeln, das größte kurz vor der Volljährigkeit. Diese Familie war auf Sozialleistungen angewiesen. Sie lebt in einer Notunterkunft, 60 Quadratmeter. 10 Leute, von Kleinkind bis pubertierenden Jugendlichen, auf 60 Quadratmetern. Erst als die Erwerbsloseninitiative diesen Fall öffentlich machte, kam Bewegung in die Sache und die Familie bekam etwas mehr Quadratmeter in der Notunterkunft zugewiesen. Und für die 60 Quadratmeter bezahlt die Stadt dem Betreiber damals im Monat 3.000 Euro. Übrigens, wohnungslos wurde die Familie, weil die Behörde
die von Ihnen beantragten Kosten der Unterkunft in Höhe von 1.200 Euro für nicht angemessen empfand und deswegen nicht ablehnte. Die Familie flog aus der Wohnung und nun zahlt die Stadt für die Notunterkunft. Und hier zeigt sich wieder mal, Wohnungslosigkeit ist zum einen für die davon Betroffenen eine soziale Katastrophe, aber sie kommt eben am Ende auch die öffentliche Hand teuer zu stehen. Und insofern ist Politik gut beraten, in jedem einzelnen Fall nichts, aber auch nichts unversucht zu lassen, um Wohnungslosigkeit zu vermeiden. Liebe Freunde, dieser Wahlkampf, unsere Aktivitäten natürlich ausgenommen, plätschert so vor sich hin. Und man hat nicht wirklich das Gefühl, als ob es wirklich um was ginge. Ich meine jedoch, es geht in diesem Wahlkampf, auch in diesem Wahlkampf, um sehr viel. Wir leben in einer Gesellschaft, in der eine zunehmende Angstkultur um sich greift. Und das gilt es beim Namen zu nennen, dem gilt es etwas entgegenzustellen, die Vorstellung von einer Gesellschaft, wo man ohne Angst leben kann. All diese Probleme, die ich angesprochen habe, von der Schuldenfalle, Stromrechnung über die Hartz-IV-Sanktionen bis hin zu den explodierenden Mieten, aber auch die Probleme, die Bernd von der Arbeitswelt angesprochen hat, all das sind jeweils Facetten und Mosaiksteine, die sich zu einem größeren Bild zusammenfügen, das Bild einer zunehmenden Angstkultur. Ja, die breitet sich aus in Jobcentern wie in Betrieben. Erwerbslose haben nicht nur Angst vor Sanktionen, sondern auch davor, auf dem Amt nicht als mündige Bürgerin wahrgenommen zu werden. Wer eine Arbeit hat, hat Angst, diese zu verlieren oder nicht mithalten zu können, weil man in der gleichen Zeit immer mehr leisten muss. Und auch Kinder erleben den Druck bereits in der Schule. So beschweren sich Eltern in Hessen zu Recht, dass G8 ihren Kindern die Kindheit nimmt. Und die Zunahme des Niedriglohnsektors führt dazu, dass bei unvorhergesehenen Ausgaben schnell die private Schuldenfalle droht. Für junge Soloselbstständige wird ein fehlender Kita-Platz auch schnell zur existenziellen Bedrohung. Und ich finde, eine solche Entwicklung ist gefährlich für die Demokratie. Wo sich eine Kultur der Angst entwickelt, da kann sich der Citoyen, also der mündige Bürger, die mündige Bürgerin nicht entwickeln, dort gedeiht der autoritäre Wettbewerbsstaat. Und diese Angstkultur setzen wir als Linke etwas dagegen, eigentlich eine Selbstverständlichkeit, nämlich die Vorstellung von einem angstfreien Leben. Schritte, ja Einstiegsprojekte für uns dahin sind, ein Mindestlohn von 10 Euro, der Dumpinglöhne ausschließt, die Abschaffung von Leiharbeit oder zumindest gleicher Lohn plus Flexibilitätszulage, also französische Verhältnisse in der Leiharbeit, eine sanktionsfreie Mindestsicherung, damit keiner unter 1.050 Euro fällt, damit der Verlust des Jobs eben nicht den Fall in ein System von Schikane bedeutet und eine starke gesetzliche Rente sowie eine solidarische Mindestrente von 1.050 Euro, die zu Recht die Angst vor Altersarmut nimmt. Denn niemand, wirklich niemand soll gezwungen sein, Flaschen zu sammeln, damit er über die Runden kommen kann. Liebe Genossinnen und Genossen, in diesen Tagen erfahren wir, dass die Demokratie und ihre Grundrechte nicht nur in ihrer sozialen Dimension gefährdet sind. In einem auch für mich unfassbaren Maße erleben wir, wie US-amerikanische und der britische Geheimdienst Millionen Daten ausspähen und die Bundeskanzlerin tatenlos zuschaut. Wir als Linke wollen das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung stärken und deswegen werden wir als einem ersten Schritt im Bundestag beantragen, alle seit 2001 verabschiedeten Sicherheitsgesetze auszusetzen und gründlich zu überprüfen. Ja, wir wollen ein Moratorium für Schnüffelgesetze, das ist das Mindeste, was man als Konsequenz aus der Schnüffelaffäre auch ziehen muss. Dass wir überhaupt von dieser Schnüffelei erfahren haben, verdanken wir einem mutigen Mann, Edward Snowden. Er ist ein moderner Bürgerrechtler und für seinen Mut muss er nun teuer bezahlen. Vorübergehendes unsicheres Asyl in Russland, gejagt von Geheimdiensten. Ich meine ja, jemand wie Edward Snowden hätte den Friedensnobelpreis verdient. Und generell gilt, Whistleblower, Menschen, die dunkle Machenschaften von Mächtigen aufklären, Menschen, die über Missstände berichten, riskieren viel, das zeigt der Fall Edward Snowden und das zeigt der Fall Inge Hannemann. Und deswegen, auch deswegen brauchen wir einen besseren rechtlichen Schutz für Whistleblower
und ich ziehe meinen Hut vor Menschen wie Edward Snowden und Inge Hannemann. Whistleblower wie Sie leisten einen großartigen Beitrag an der Demokratie. Liebe Genossinnen und Genossen, die Computerexperten und Hacker halten sich vielleicht auch ein bisschen in Grenzen in diesem Raum und wir sind jetzt auch nicht Whistleblower im ganz engen Sinne. Aber auch wir legen uns mit den Mächtigen an, weil wir den Finger in die Wunde legen, weil wir keine Spenden von Energie- und Versicherungskonzernen nehmen, weil wir nicht nach der Nase Pfeife tanzen. Und wenn es um Geheimdienste, um Rüstungsexporte oder um soziale Zumutungen geht, da sorgen wir im Bundestag für Transparenz. Und lasst uns das in den nächsten Tagen ruhig noch mal verstärkter erzählen. Wir sind die Whistleblower im Deutschen Bundestag. Wir reden darüber, worüber sonst niemand spricht. Ja, wir bringen Dinge ans Licht, an die Öffentlichkeit, über die sonst niemand reden würde. Zweit- und Nebenshops, wie sie sich Gerhard Schröder und Joschka Fischer ausgesucht haben, das ist nicht unsere Sache. Unsere Bündnispartner sind eben nicht Gazprom, E.ON oder Google. Unsere Bündnispartner sind die Menschen in diesem Land, die Sozialverbände, Gewerkschaften, Erwerbsloseninitiativen und Internetaktivisten. Wir lassen uns nicht kaufen. Aber man kann bei uns mitmachen. Wir lassen uns nicht kaufen, aber man kann bei uns mitmachen und man kann uns wählen am 22.09. In Hessen kann man uns am 22. September gleich doppelt wählen, in den Bundestag und in den Landtag. Und da wir hier in Berlin sind, will ich doch noch mal erwähnen, wir haben bei den letzten Wahlen vier Direktwahlkreise gewonnen und ich bin mir sehr sicher und glaube, wir sollten alles dafür tun, dass Petra Pau, Gesühne Letsch, Gregor Gysi und Stefan Liebig auch wieder einen Direktwahlkreis hier in Berlin gewinnen. Das hat diese Stadt wirklich verdient, mindestens vier linke Direktkandidaten. Wir läuten heute den Endspurt des Wahlkampfes ein. Sicherlich haben wir alle schon mit Menschen gesprochen, die skeptisch sind, ob Wahlen was ändern können. Menschen, die meinen, im Bundestag haben doch vor allem die Lobbyisten das Sagen. Dieser Ärger ist verständlich. Allerdings stellt sich doch die Frage, welches Signal geht davon aus, wenn man nicht wählen geht? Werden es die Herrschenden als besonders energischen Protest gegen Hartz IV lesen? Wohl kaum. Eher werden sie doch behaupten, so groß könne der Ärger über Hartz IV, über Lobbyisten, über Kriegseinsätze ja nicht sein, sonst hätten ja noch mehr Leute die Linke gewählt. Und wie schreibt der Schriftsteller Ingo Schulz doch so treffend, Wahlen alleine machen noch keine Demokratie. Aber in ihnen liegt die Möglichkeit verborgen, etwas zu ändern. Und daraufhin empfiehlt er, die Linke zu wählen. Am 22.09. wählen zu gehen, um bei der Linken das Kreuz zu machen, das ist wahrlich nicht die einzige Form, sich einzubringen und etwas zu verändern, aber es ist eine wichtige Form. Veränderung beginnt mit Einmischung. Liebe Genossinnen und Genossen, nutzen wir die nächsten Tage, um viele dafür zu gewinnen, sich einzumischen und bei uns mitzumachen. Dankeschön. Applaus